Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Look Fantastic Beauty Box in der Juli-Version vorstellen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe diese Beauty Box aus England im Jahresabo, das heißt, ich zahle 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Das Ganze startet ab 20 Euro, je nachdem, welche Abo-Variante man so wählt. Genau, und hier haben wir 5 Beauty-Produkte drin, die meist ein bisschen kleiner sind, aber von etwas hochpreisigeren Marken. Genau, ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon im Abo habe. Ist schon eine Weile her. Zwischenzeitlich hatte ich die auch mal in Kooperation bekommen. Ich habe so einen Freunde-Werben-Freunde-Code, Link, wie auch immer, packe ich euch auch alles in die Infobox. Schaut da gerne mal rein. Ich möchte jetzt mit euch in die Box reingucken. Ich finde sie wunderschön von außen. Dieses sonnengelbe Design ist voll mein Ding. Und ja, jetzt habe ich hier den Deckel entfernt und da haben wir immer ein englisches Zitat drin. In dem Fall ist es Sunshine is the most precious gold on earth. Also quasi ist Sonnenschein der was heißt precious nochmal? Irgendwie was Aufregendes. Was ganz Tolles, Gold, also quasi das beste Gold der Erde, so nach dem Motto, oder? Was heißt precious? Weiß ich gerade nicht. Blende ich dir wahrscheinlich auch gerade ein. Ja, genau, cool. Jo, dann haben wir hier, irgendwie kommt so ein zitrischer Duft hier raus, was zum Sommer passt, aber nicht ganz meine Welt ist, ne? Genau, hier haben wir dann auf jeden Fall das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Let the Sunshine, das ist quasi, jo, das Motto von der Box, ne? Und hier haben wir dann das Seidenpapier, wo die Produkte sich darunter verbergen. Ach, guck mal, sind das wohl mehr als 5 Produkte? Gucken wir gleich mal in die Box hinein. Wir haben hier auch immer so eine Art Editorial, wo die Boxenpacker reinschreiben, was sie sich beim Boxenpacken gedacht haben. Quasi eine Editor's Note. To slightly alter one of your favorite songs, feel the sun on your... Okay, also du sollst die Sonne irgendwo auf jeden Fall fühlen und da werden dann wahrscheinlich diese Produkte bei helfen. Und hier sind die Produkte aufgeführt. Genau, hier haben wir jetzt das nämlich auch neu, dass wir quasi alle 7 Produkte aufgeführt haben, die möglich drin sein könnten. Zum Beispiel hier hätte man die Möglichkeit zwischen einem Cetaphil Skin Cleanser und einer Gesichtsmaske. Die anderen scheinen aber gleich zu sein. Das heißt, wir haben alle 6 Produkte drin. Da bin ich mal gespannt. Ich bin ja Maskenjunkie, hoffentlich ist bei mir die Maske drin. Dann haben wir hier noch so diverse weitere Geschichten. Ask the Experts. Get SPF Sorry in 6. Okay, also quasi, dass du irgendwas mit Lichtschutzfaktor lernst. Behind the Theme, Sunshine. Ja, also lass die Sonne scheinen. Okay, und wir haben für den August schon mal einen Spoiler. Da kommt ein fettes Produkt rein und zwar von Medicard, das Hydracht, also eigentlich Medicaid Hydrate. B5 Intense, also quasi mit Provitamin B5 wird das sein und das hat einen Wert von 15 Pfund, 30 Milliliter sind hier drin, ist dann so eine Art Gesichtsserum, ne? Also das ist auf jeden Fall drin enthalten. Ich meine auch, dass letztes Mal das bei Terry Puder angeteasert worden ist, finde ich cool. Ich mache ja immer dieses Full Face Beauty Boxen, wo ich mich dann mit den ganzen einzelnen Produkten am Ende des Monats beschäftige und euch da ein Full Face Schminki zu abdrehe. Und deswegen starten wir einfach auch mal mit dem Puder. Das müsste ich auch tatsächlich noch bei mir in der Sammlung haben, falls ich es nicht schon leer gemacht habe. Das Hyaluronic Hydra Powder. Das hatte ich nämlich auch schon mal irgendwo mit dabei, im Adventskalender wahrscheinlich 4 Gramm. Und das ist halt so ein Puder, was auch so eine leichte kühlende, hydratisierende Wirkung hat. Ist ganz spannend. Ich muss aber ehrlich sagen, wir haben jetzt ja schon mittlerweile relativ viele verschiedene solche Produkte auch erleben dürfen. Also durch, also ich glaube, Becker ist damals ja mit sowas angefangen, ne? Dann kam bei Terry. Und mittlerweile zieht euch auf jeden Fall dieses Love Set Refresh Gedönsen mal rein, weil das ist deutlich günstiger. Das kostet nur einen Bruchteil von dem hier. Klar, wenn du jetzt die Box bekommst und das Produkt hier drin hast, kannst du es auf jeden Fall ausprobieren. Aber so als kleiner Tipp am Rande von meiner Seite, ne, dass man das einfach mal, wenn man auf diese hydratisierenden Pudergeschichten steht, ist vor allem unter den Augen ganz cool. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Puder ziemlich geweißelt hat und mittlerweile mache ich ja auch meine Thumbnails ein bisschen anders, also dass ich quasi nicht mit Fotos arbeite, sondern ich halte dann quasi dann in dem Fall jetzt hier die Box hier so hoch und dann, ne?
Und dann mache ich einfach einen Screenshot davon und bearbeite das entsprechend. Und das ist dann quasi mein Thumbnail. Beziehungsweise bei Schminkvideos bastel ich dann ja so Sachen um mich drum herum. Aber damals war das tatsächlich so, dass ich mit dieser Kamera dann auch Fotos gemacht habe. Also quasi per Selbstauslöser. Weil sonst ja keiner auf den Auslöser drücken konnte. Und dann kam halt auch Blitz. Und wenn der Blitz kam, habe ich immer gesehen, dass ich dann richtig dieses Flashback bekommen habe. Und ich meine, dass es auch bei dem hier der Fall war. Müssen wir aber nochmal ausprobieren. Wie gesagt, packe ich ins Fullface Beauty Boxen mit rein. Dann habe ich hier etwas drin. Ich habe es geil. Letztens noch gesagt, dass ich sowas echt mal wieder brauchen würde. Und zwar ist es ein Kopfhautpeeling. Kopfhautpeelings sind gerade im Sommer eine ganz schöne Geschichte. Scalp Scrub, gut, es ist mit Ananas und mit Kokos. Exfoliating Anti-Dendruff Treatment, das heißt safe, nicht Dendruff oder wird nicht Dendruff ausgesprochen. Trecker-Alarm, würde Jennys Highlight sagen, haben wir hier auch. Herzlich willkommen auf dem Land, ne? 97% natürliche Inhaltsstoffe. Ja, das reinigt auf jeden Fall die Kopfhaut. 200 Milliliter haben wir hier drin. Ich hoffe, dass es nicht so sehr stinkt. Okay, das musst du wirklich 5 bis 10 Minuten drauf lassen, weil das auch ein Enzympeeling ist. Also es ist nicht nur ein mechanisches Peeling durch die Peelingpartikel oder Peelingkörnchen der Kokosnuss, sondern halt auch durch das Ananas-Enzym. Ein Enzympeeling. Es riecht nach Pina Colada, Leute. Wahnsinn. Ich mag eigentlich keinen Kokosduft und finde das eigentlich auch ganz merkwürdig, aber ich glaube, dass das ganz geil ist im Sommer vor allem, ne? Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wird auch ausprobiert, auch wenn ich kein Kokosfan bin. Aber durch die Schwangerschaft haben sich ja so diverse Sachen in mir drin verändert. Dann habe ich hier was mit dabei. Mio, das ist eine Marke, die, weiß ich nicht, kriegen wir schon bei Lookfantastic in dem Online-Shop. Übrigens, ich habe jetzt 4 Alex-Viecher hinter mir und ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht ganz so schief mehr aussieht. Ich glaube, ich muss die Kamera auch noch ein bisschen irgendwie anders ausrichten, aber ne? Ich komme so langsam an meinen Hintergrund ran, also dass wir hier so ein bisschen Ordnung reinbringen. Jetzt gerade habe ich auch keine Jalousien drunter, das heißt, da kommt jetzt auch gerade Tageslicht auf mein Gesicht. Hat sich gereimt, fand ich cool und ja. Ja, also es entwickelt sich hier. Genau. Heute ist Drehtag. Heute werden richtig viele Videos gedreht. Ich habe da vorne noch einige Boxen stehen, die ich abfilmen werde. Ein paar Hauls und so, ne? Das heißt, dieses Outfit, dieses Make-up werdet ihr jetzt ein paar Mal öfter sehen. Okay, Mio. Future Proof Body Butter Intense Mega Moisturizer. Das sind 30 Milliliter drin. Das ist ruckizuck bei mir weg, ne? Weil ich creme mich jeden Abend ein. Und gut, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mich ja auch partiell eincreme. Dass ich je nachdem, welchen Körperpart, ich gerade eincreme, auch ein anderes Produkt verwende, also quasi Bauch, Hupis und Oberschenkel, also ja, Oberschenkel bekommen bei mir eher sowas Öliges, diese ganzen Freiöl, Mama, Baby, bla Geschichten, ne? Und ansonsten halt Körpercreme, muss ich mal gucken. Wonach riechst du denn? Auf jeden Fall eine sehr nährende Creme, ist sehr schön für die Schienbeine wahrscheinlich auch, ne? Once a day use deep upward strokes towards the heart. Okay, okay. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Also bislang coole Produkte. Auch das ist ein Produkt, was ich echt cool finde, weil ich das damals auch gut verwendet habe. Wir hatten das vor 2 Jahren oder 3 Jahren so exzessiv in den Beautyboxen drin. Meistens hat man ja eine, maximal 2 Beautyboxen abonniert. Dadurch, dass ich halt hier YouTube mache, habe ich nicht nur selber einige im Abo, sondern bekomme halt auch die ein oder andere Box zugeschickt. Und da ist es halt mir vor ein paar Jahren exzessiv aufgefallen, dass dieses Produkt sehr, sehr häufig auf einmal in ganz vielen Boxen drin enthalten war. Und da habe ich mich teilweise sogar drüber aufgeregt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt einen mega krassen Sonnenbrand hatte und das Produkt gebraucht habe. Und da habe ich die Wirkung dieses Produktes wirklich zu schätzen gelernt. Ich weiß auch nicht, warum mir gerade ein Trecker nach dem nächsten herheizt. Es ist hier eine Siedlung, ne? Versteht man nicht. Versteht man einfach nicht, warum die hier durch die Siedlung heizen. Vögel. Okay. Also hier sind nicht mal Felder und so. Deswegen bin ich gerade einfach verwirrt, weswegen hier Trecker herfahren. Also Felder schon, aber die sind so weit weg, dass die jetzt nicht unbedingt vor meinem Fenster herfahren müssten. Manchmal versteht man Sachen nicht, ne? Naja. Vielleicht machen die irgendwas im Wald. Man weiß es nicht. Okay, Claudia, hier Konzentration. Replenishing Rapid Recovery After Sun Gel Enriched with Soothing Aloe Vera und Niacinamid. Also Niacinamide, also quasi Aloe Vera und Niacinamide, die ja die Haut beruhigen sollen. Und nachdem du halt wirklich in der Sonne warst und dir die Sonne auf dem Pelz hast scheinen lassen und die Haut so dermaßen gereizt und ausgetrocknet ist, ist das eine Wohltat. Das ist generell eine Wohltat. 50 Milliliter sind hier drin, weil das halt auch etwas ist, was nicht so super klebrig ist, was man
man ja auch vielleicht manchmal bei diesen Aloe Vera Gel Viechern hat. Ich finde das sehr geil. Tan, Body, Skin, Mine oder Mine ist es dann ja quasi, ne? Diese ja, Geschichte. Finde ich cool. Also ich finde es wirklich toll. Hier habe ich jetzt was drin, was, ja, ich weiß es noch nicht genau. Wobei, das ist Body Bar. Foamy, New Design, 100% plastikfrei, finde ich cool. Papaya und Oat Milk, das ist Hafermilch, oder? Nährend, dann ist das vegan, cruelty free, keine Seife ist mit dabei, pH-hautfreundlich, 80 Gramm. Und das ist so ein Ding, was man sich halt schön unter die Dusche hängen kann. Und das haben wir jetzt auch vermehrt in diesen Sommerboxen drin enthalten, was ich halt auch schon öfters gesagt habe und sehr positiv finde. Denn wenn man jetzt in Urlaub fährt oder fliegt oder sonst irgendwas, ist sowas halt besser, als wenn du ja, so ein 250 Milliliter in dem Falle Duschgel mitnehmen würdest, weil es A, leichter ist, mit 80 Gramm in Relation zu 250 Gramm plus Verpackung, ne? Und wenn du jetzt Rucksacktourismus machst und dann fliegst zum Beispiel, dann hast du da beim Flughafen halt keine Probleme, weil hier einfach, huch, nichts Wässriges bei ist, also keine Feuchtigkeit. Das riecht geil. Es riecht ein bisschen nach Fuß, muss ich gestehen. Also nur so ein bisschen, halt so, nee, nicht nach Fuß, sondern nach eingeschlafenen Füßen tatsächlich. Wie riechen eingeschlafene Füße? Riecht da dran. Aber dann hat man halt auch noch entsprechend so ein bisschen diesen schon Papaya-Duft dabei. Aber ich finde, wenn ich am Anfang rieche, habe ich immer erst dieses, kurz diese eingeschlafenen Füße und dann kommt die Papaya. Ich weiß auch nicht, es ist einfach ein Duft, den ich, ne, wie riecht das? Kann ich nicht, so ein bisschen herber? So komisch halt. Also wenn ich nur ganz leicht mache und wenn ich doll rieche, dann rieche ich halt diesen Papaya-Duft. Das ist komisch zu beschreiben. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie. Ja, aber es riecht eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wenn ich das auch auf den Körper gebe, ist das ganz geil. Ich hatte auch schon mal von Foamy was zugeschickt bekommen, aber das war über eine andere Kooperation, über eine andere Firma. Über Instagram war das eine Kooperation. Und da habe ich auch so Haarpflegeprodukte und Körperpflegeprodukte ausprobiert. Körperpflege kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sehr gut gebrauchen. Haarpflege trocknet mir halt zu sehr die Haare aus. Aber ich finde das cool. Also ich werde das mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? So, und dann haben wir jetzt noch ein weiteres Produkt hier drin enthalten. Und hier habe ich nicht diesen Cleanser, sondern von Beauty Pro Pink Clay Sheet Mask mit Calamine, Vitamin B und White Mulberry. Okay, eine Deep Cleansing Formula, also quasi Anti-Aging und Travel With Me, was? Cruelty-free. Aha. Also eine Sheet Mask, also eine Tuchmaske, die zweigeteilt ist und die halt irgendwie so eine Tonerde-Maske sein soll. Was ich, also, welche Marke war das denn? Hatten wir auch mal irgendwo in der Box mit drin enthalten. Das war nicht so geil. Das war halt irgendwie so ein bisschen, als hättest du irgendwas Abgelaufenes auf dem Gesicht. Ich bin gespannt. Also ich werde die ausprobieren und das einfach mal dann euch in einem Aufgebraucht-Video reviewen. Dann können wir mal drüber reden, wie es war, ne? Jo. Coolio. Also, das war eine Box, die 15,50 Euro gekostet hat. Wir haben hier 6 Produkte drin enthalten, die ich echt cool finde. Wir haben dekorative Kosmetik enthalten, wir haben was für die Haare, was fürs Gesicht, was für den Körper. Passend zum Sommer. Also ich find's wirklich schön, ne? Also ich mag den Boxeninhalt definitiv und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet. Bei den Boxen, bei den Beauty-Boxen, Abo-Boxen, bla, du hast ja auch immer irgendwie so ein Glücksspiel am Laufen, ist halt so, ne? Dass du halt irgendwie nicht genau weißt, was das jetzt für eine Box ist und was der Inhalt ist. Weil manchmal sind da echt coole Sachen drin, so wie das jetzt in dem Fall ist. Und manchmal ist es auch so ein Griff ins Klo. Man muss sich halt einfach so ein bisschen überlegen, ist es einem das wert, was man dann auch dafür bekommt? Und kann man das akzeptieren, dass da vielleicht mal das ein oder andere Produkt drin enthalten ist, was man halt nicht so geil findet? Also ich feiere die Look Fantastic Beauty Box. Ich finde, dass die immer recht aufregend ist, weil wir hier auch Marken drin haben, die halt mehr so auf dem englischsprachigen Markt vertreten sind. Und dann sich vielleicht dann doch ein bisschen von den Marken oder von den Produkten unterscheiden, die wir auf dem deutschen Markt finden. Wie gesagt, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare hinein, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!